Moin Freunde, willkommen bei mir in der Küche. Wie ich euch schon versprochen habe, werde ich euch zeigen, wie man selbst gefangenen oder auch gekauften Fisch salzt, trocknet und wie man den isst oder was man damit dann macht. Zum einen machen wir uns den Fisch haltbar, zum zweiten ist das dann so, dass der Fisch, wie gesagt, dieses kommt eigentlich hauptsächlich aus Russland und da wird zum Beispiel zu einem Bier, zu einem kalten Bier, werden keine Chips gegessen, da Flips oder Erdnüsse, da wird getrockneter Fisch gegessen. Das ist eine, ich würde mal behaupten, eine Delikatesse. Ich zeige euch heute, wie wir unseren selbstgefangenen Fisch verarbeiten und dieses Rezept, es gibt wahrscheinlich, die werden von euch, die das auch machen, sagen, nee, das ist so nicht richtig. Ich mache es so, wie ich es von meinem Vater gelernt habe und so zeige ich euch und so klappt es auch. Also, wir brauchen nichts anderes als Tafelsalz. Ich habe hier ganz feines, stinknormales Tafelsalz. Ich habe das immer so ein bisschen mein Salz in größeren Mengen. Hier habe ich den Fisch, den habe ich jetzt aufgetaut, den haben wir vor einer Woche gefangen. Komplett alles sauber, also die Kiemen sind sauber und, also was, Kiemen sauber, Kiemen sind weg und ausgenommen. Ich habe hier kleinere Plötzen, einen Barsch habe ich dabei und am besten eignet sich halt der Fisch, der nicht allzu groß ist, denn der muss auch nicht lange trocknen. Also wie gesagt, schön sauber gemacht. Jetzt kommen erstmal die kleineren Fische rein. Schuppen müssen wir sie dafür nicht, denn die Haut wird später eh abgezogen. Denn diese essen wir nicht mit. Damit siehst du das in der Schüssel. Nicht so nah, dass man das schön... Aber der David, der hilft mir heute beim Filmen. So, und da gibt es keine Dosierung. Der Fisch muss überall mit Salz bedeckt werden. Schön nach innen, nach außen. Das Salz entzieht dem Fisch zu einem die Feuchtigkeit. David, du musst ein bisschen weiter weg, weil ich stelle gerade fest, das Licht flackert, also bis es nicht mehr flackert. Wir haben hier die Lampen ausgewechselt und die Kamera mag das LED-Licht nicht, deswegen flackert das. Deswegen musst du mal gucken, den immer so filmen. So, und ihr seht schon, das ist schon die ganze Kunst, dann schichten wir uns das. Ein Stück zurück bitte, ich muss den anderen Fisch holen. Auch die etwas größeren Rassen eignen sich perfekt, um diese zu salzen und trocknen. Auch hier habe ich alles rausgenommen. Die Kiemen, alles raus. Von innen ein bisschen Salz. Das Ganze, also mein Vater hat mir damals von sich aus so eine Faustformel gesagt. Und zwar salzen wir den Fisch 24 Stunden, also einen Tag, dann wird der Fisch eine Stunde gewässert. Salzen wir den Fisch 2 Tage, 2 Stunden wässern. Manche machen es auch so, dass der Fisch gar nicht gewässert wird, nur eben mit klarem Wasser durchgespült und dann wird er schon aufgehangen zum Trocknen. Ich habe das so beibehalten, dass ich nach der Faustformel da gehe und sage, habe ich den Fisch 2 Tage gepökelt, wird er 2 Stunden gewässert. Gewässert heißt, Fisch einmal abwaschen unter klarem Wasser, dann wird der Fisch, also wirklich mit Salz nicht geizen, denn wir wollen den Fisch haltbar machen. So. Noch ein bisschen. Ich habe jetzt keine Angabe, aber ihr seht, damit es flackert. ihr seht, dass der Fisch schön überall mit Salz bedeckt ist. Und wir könnten diesen, wenn wir 2-3 Tage jetzt salzen, umschichten. Ich werde den Fisch 2 Tage salzen und der kommt dann zum Trocknen. Also Freunde, dann sage ich mal, bis zum Trocknen. So Freunde. Der Fisch ist aufgehangen und ihr könnt wahrscheinlich sehen, warum ich diesen Kasten gebaut habe, um Fisch zu trocknen oder andere Sachen jetzt im Sommer, weil
Ich weiß nicht, wie ich euch das am besten zeigen kann. Ich darf den jetzt nicht aufmachen, weil die sonst da reinkommen. Aber wie gesagt, ich habe alles abgeschlossen. Die können nur überall außen ran und nicht rein. Dafür ist der Kasten. Die Fische habe ich mit dem Kopf nach unten aufgehangen und dazwischen, zwischen die Bauchlappen, habe ich einen Zahnstocher reingetan, damit der Fisch nicht zusammenklebt und nicht anfängt irgendwie zu schimmeln. Und ich habe die mit dem Kopf nach unten aufgehangen, weil der Kopf, der wird ja nicht mitgegessen. Und die ganzen restlichen Säfte können sich so mit dem Kopf sammeln, kann entweder dann abfließen auf Tuch, wie man da sieht, oder die ganze Geschichte, ja, sammelt sich halt da drin. Deswegen hänge ich die Fische immer mit dem Kopf nach unten. Wie ihr sehen könnt, sind überall schön die Bauchlappen offen und wir haben heute, ja, an die 30 Grad, perfektes Wetter, um Fisch zu trocknen. Der ist ruckzuck fertig, die Kleinen sind fertig. Wir haben jetzt nicht, oder wir werden jetzt nicht durchgehend die Fliegen jetzt in dem Kasten haben. Ein paar Wespen sind auch da, es gibt ja auch fleischfressende Wespen. Es wird sich jetzt erledigen. Es ist jetzt nur am Anfang, weil der sehr intensiv riecht, der Fisch. Aber die ganze Geschichte wird dann später halt weniger. Und ich denke, 2 Tage können die Kleinen schon raus, die Großen brauchen vielleicht 3 bis 4 Tage, je nachdem, wie das Wetter immer ist, ne? Und ja, ich wollte euch das auf jeden Fall mal zeigen, wie das aussieht, wenn der Fisch da drin ist. Deswegen muss überall penibel abgeschlossen werden und getackert werden. Ja, wir sehen uns dann zwischendurch mal wieder, wenn hier nicht so viele Fliegen rumschwirren. Und ja, und oben sollten die Schwanzflossen auch nichts berühren, damit da die Fliegen nicht die Eier ablegen können oder die Larven oder was auch immer. Deswegen komplett drumherum sollte der Fisch freihängend da drinnen sein. Moin Freunde, willkommen zurück zu unserem Fischprojekt, Fischtrockenprojekt. Hier seht ihr die Guten. Hängen jetzt seit Freitag Vormittag und die ersten Fische sind fertig. Wie ich gesehen habe, konnten wir die Fliegen, die Insekten davon fernhalten von unseren Fischen. Jetzt werde ich mal, also die ersten Fische muss ich jetzt rausholen, weil sonst sind sie zu trocken und beim Essen ist es dann so, dass die dann ja quasi zu Staub zerfallen. Also wenn man die zu sehr trocknet, ist es auch nicht gut und zu wenig ist halt, ne, sollte schon der richtige Trocknungsgrad sein. So, die Großen. Wenn ich euch das hier zeige, kann ich das Fleisch hier noch ein bisschen reindrücken. Also ist ein Zeichen für uns, dass die ganze Geschichte noch ein bisschen trocknen muss. Wie wir von innen sehen können, ist nichts, also keine irgendwelche Schimmelflecken, gar nichts. Also ist da alles gut gelaufen. Wenn mal so weiße Stippen austreten, könnte es auch sein, also es muss nicht sein, dass es Schimmel ist. Es kann auch sein, dass das Salz austritt, nach außen kommt. Die Fische sind noch, also die müssen noch. Die kleinere Brasse, die wir hier haben, ja, die kann auch noch ein bisschen. So, diese Fische hier von der Größe, also die Plötzengröße, die sind jetzt alle fertig. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, dass wir den Kasten noch mal zumachen, dass da nichts reinkommt. So, wieso Stockfisch? Film mal von Weitem. Wie ein Stock. Und wir können hier sehen, also es ist wirklich schön trocken. Auch hier lässt sich nichts mehr durchdrücken und hier von innen auch alles sauber. Was hier so austritt, das ist Salz, weil wir haben ja die Fische gesalzen, sieht man auch hier am Kopf, das ist Salz. Das ist nicht schlimm, nicht vergammelt, gar nichts. Und wie wir noch sehen können, was ich letztes Mal gesagt habe, ich hänge die immer nach unten auf, somit kann das schön ablaufen, das restliche Wasser. Und weil wir, ich setze mich mal hin, weil wir ja die Fische, Haken raus, weil wir ja die Fische essen und der Kopf, der wird nicht mitgegessen. Ich zeige euch das mal hier, wie man so einen Fisch isst. Erstmal kommt der Zahnstocher, ihr seht ja, die Bauchlappen sind schon trocken geblieben, der Kopf kommt ab. Also wir drehen uns den Kopf ab. Und dann ziehen wir die Haut ab. Deswegen habe ich gesagt,
Die Schuppen müssen wir nicht abmachen, denn die Haut essen wir nicht mit. So, so wird einmal die Haut abgezogen. Einmal hier die Rückenflosse. Elias, dein Arm stört. So, ihr seht, alles mit den Schuppen und die Haut. Das ist alles auf einmal abgerissen. Deswegen lassen wir die Schuppen dran. Das macht man normalerweise halt von beiden Seiten. Ich möchte noch mal kurz zurückkehren zu dem Anfang. Ich hatte euch gesagt, hier auch die Afterflosse ab. Ne, die brauchen wir auch nicht. Ich möchte noch mal zu dem Anfang zurückkehren. Ich habe jetzt mit einem Freund telefoniert, der auch Angler ist und der sich da auch ein bisschen auskennt. Jeder macht das so ein bisschen anders. Er hat, sagte zu mir, er macht das genauso mit... wenn er einen Tag die Fische salzt, dass er dann eine Stunde wässert. Bloß habe ich meine Fische jetzt 24 Stunden, vielleicht etwas länger gesalzen und eine Stunde gewässert. Ich empfehle euch aber, um da auf Nummer sicher zu gehen, salzt die Fische minimal 3 Tage. So geht ihr auf Nummer sicher, dass euch da nichts kaputt geht, dass genügend Salz in Fisch reingeht und ihr euer Produkt nicht kaputt geht. So, passt auf, der Fisch ist jetzt soweit fertig zum Verzehr. Normalerweise, das sind jetzt die Rippchen, die Bauchlappen. Normalerweise kommt da jetzt ein Bierchen mit bei, aber ich mache das jetzt mal ohne. So, und wir gehen jetzt da oben hin und ziehen uns das Fleisch ab. So, und jetzt haben wir hier den gesalzenen Fisch zum Beispiel. Und dieses kann dann verzehrt werden. Mm. Am leckersten ist natürlich hier oben der Rücken. Hier, der ist auch am meisten Fleisch dran. Und da haben wir halt kleine Gräten und die können wir wirklich Stück für Stück verzehren. Vom Salz her genau richtig. Leicht. Ein Fettfilm habe ich auf den Fingern, also ist genau richtig für zum Bierchen. Also Freunde, ihr habt gesehen, unser Fisch ist fertig, verzehrfertig und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video, bis dahin.